bang, 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 bang. Der 63er AMG, komm, komm. Drug Deals, keine AGB. Und meine Kugel, sie lässt dich verbluten. Treffe dich in deinem Atemweg, der 63er AMG. Und was sagst du? Gute Frauen. Gut. Ich finde, dass Deutschrap gerade viel Motivation auch gibt, vor allem beim Sport. Gut. Und sind jetzt trotzdem zusammen und machen Track, what, oder? What, shit. Danke für euren Support. Ich bin euch wirklich dankbar, dass ihr mir ermöglicht quasi, dass ich YouTube machen kann und davon leben kann. So. Gut. Das ist seine AMG. Aber nur die Frau fehlt. Ja. Let me see you go back. Let me see you come in. Now let me see you go back. 100 niggas in dein Block. 100 niggas in dein Block. 6-8 in den Motherfucker. Servus. Steve falls off the rails, man. Come on, let's do the intro. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin immer wieder für euch am Start. Und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking Kanal, man. Welcome back, motherfucker. Steve G wieder hinter der Kamera, Freunde, Alter. Einmal Hashtag Steve G in die Kommentare aus Prinzip, meine Freunde. Eine ganz kurze Sache dazu, Freunde. Ich habe ein paar Nachrichten gekriegt, Bruder, wo die Leute gesagt haben, ey, habt ihr Beef, habt ihr dies, habt ihr das und so. Ihr müsst eins wissen, ich und Steve G werden nie Beef haben. Ganz genau. Egal, wer hinter der Kamera steht, egal, wer gerade filmt, das hat alles dann immer mit den Umständen zu tun, aber ich und der Bruder sind immer connected so. Und wir werden immer zusammen sein und Steve G wird immer ein Teil von diesem Kanal sein, auch wenn er mal nicht hinter der Kamera steht. Nur, dass ihr Bescheid wisst, Freunde. Love Locky Vibes, na, man. Love Locky denn, man. Und jetzt noch einmal für euch, frohes neues Jahr. Digga, das ist mein erstes Video in 2018. Ich bin auf jeden Fall, ich bin happy gerade, wieder in 6-8 zu sein. Hier mal wieder ein Video aufzunehmen mit meinem Brother zusammen. Und aus dem Grund verlose ich jetzt nochmal 6 von den Kappen, die ich jetzt gerade hier anhab. 6-8 Kappen, zeig mal von hinten ganz kurz. Fresh. Die sind richtig nice, richtig gemütlich. Die sind von einem Bro von mir, ja, von den Jungs aus 6-8. Und deswegen will ich die supporten, also 6 Kappen von denen. Geht mal auf Instagram, folgt 6-8, folgt meiner Seite und schreibt bei beiden Seiten unter dem letzten Foto einfach mal Hashtag 6-8 in die Kommentare. Und 3 Freunde markieren, ne? Und 3 Freunde markieren. Dann seid ihr dabei und dann könnt ihr 6 von den Kappen gewinnen. Also wir haben 6 Gewinner. Ist für euch 2018 nochmal frohes neues Jahr. Danke für den ganzen Support in 2017. Ich hab euch lieb. Es wird auch noch ein Video folgen, wo ich ein bisschen ausführlicher nochmal das Jahr Revue passieren lasse. Aber heute geht's um was anderes, Bruder. Ganz genau. Heute geht's um die Live-Reaktion zu Farid Bang und Flair, Bruder. Ist auf jeden Fall ein Meilenstein im Deutschrap, Digga, dass die beide einen Track zusammen machen. Und ich lasse es mir nicht nehmen, dazu eine Live-Reaktion zu machen, Bruder. Easy, Brother. Live-Reacted in, motherfucker. Live-Reacted, die boxed in, aber vorher noch, wo ist dein Outfit her, Bruder? Outfit-Vibes? Geklaut, wo? Nein, Bruder, Death-Shopped in, man. Ganz gemütlich. Geil, ne? Fresh. Die Schuhe sind nice, Bruder, 23, Alter. 23. Yes. 23 Jahre alt, oder was? Gesponsert von der, ja. Gesponsert von Death-Shopped das ganze Video. Ich würde sagen, let's go to the streets and get some Live-Reactions, motherfucker. Can you box me away, man? Box it away, man. Was hörst du denn normalerweise so für Musik? Techno. Techno? Ja. Ja, echt? Ja. Sag mal ein paar Interpreten, vielleicht kennen die, also ich kenne jetzt nicht. Ich tu mal ganz kurz. Fertig rauchen? Keep it out. Keep it out, man. Und was für Techno so? Hausmäßig oder? Nee, schon richtig Techno. Richtig Techno? So Hafen, 49 Techno. Okay. Und hörst du auch Rap? Manchmal ja, früher eher. Ja? Auch Deutsch so oder? Ja. Weil ich zeig dir jetzt, was ist das Deutsch? Deutschrap und das gerade aktuell raus. Warum hast du es dir gedacht? Ich weiß es nicht. Wie? Sehe ich so aus? Sehe ich nach Deutschrap aus, oder? Ein bisschen, ja. Okay, dann zeige ich dir jetzt was Neues, Freshes, was gerade rausgekommen ist und du sagst mir deine Meinung dazu, okay? Okay. Bang, 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 bang. Der 63er AMG. Komm, komm. Drug Deals, keine AGB. Und meine Kugel, sie lässt dich verbluten. Treffe dich in deinem Atemweg, der 63er AMG. Farid der Banger, ich fahr nach Atlanta und ficke dein Spotify-Hit. Weil Mütter ficken mein Copyright ist. Und was sagst du dazu? Also, ich war noch nie großer Farid Bang-Fan. Echt jetzt? Warum? Ganz früher fand ich es okay, bis dieses eine Lied rauskam, das glaube ich sogar Farid Bang hieß. Ja. Aber alle 3 Sekunden Farid Bang. Und dann irgendwie. Gar nicht mehr meins. Gar nicht mehr. Aber das finde ich jetzt echt nicht schlecht. Ja? Was fandst du gut, was fandst du nicht so gut? Musikvideo, Rap, Flow, Texte. Ja, ist halt häufig so ein bisschen immer wieder das Gleiche. Mhm. Ich finde, Deutschrap ist eine Kunst, auf die man sich einlassen muss. Mhm. Und ich glaube, das läuft auch noch. Ja, warte. Yes.
Also klar, ich denke, die meiste Kritik ist gerade wegen den Texten. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, das ist wirklich was, worauf man sich eben einlassen muss. Mhm. Also wenn man Deutschrap hört, dann weiß man auch eigentlich, was man da hört. Und ich finde das eigentlich nicht schlecht. Also ich würde von mir behaupten, dass ich keine aggressive Person bin. Ja. Ich finde, dass Deutschrap gerade viel Motivation auch gibt, vor allem beim Sport. Ja. Ja. Da höre ich hauptsächlich Deutschrap. Ja, gerade so diese Banger, die Agro-Dinger, so, die können einen auch motivieren im Sport. Ja. So. Ich finde den Beat sehr gut. Ja. Der ist sehr treibend, obwohl er sehr schlicht gehalten ist. Ja. Finde ich echt nicht schlecht. Ja. Die Kopfhörer sind aber auch echt gut. Ja, ist gut, ne? Ja. Link in der Beschreibung, Freunde. Ist man nicht, sagst du? Okay. Ja. Okay, cool, fresh, das war's schon. Okay. Vielen Dank für deine Meinung. Gerne. Mach's gut. Ciao. Schönen Tag wünsche ich dir noch, ne? Spaß noch. Bis dann. Ciao. Tschüssi. Aufrichtiges Mädel. Voll sympathisch auch, finde ich. Oh Mann, Killer. Warte, bis gleich. Bist du on air, Nigga, oder was? On air, Bruder. Okay, wir haben hier den nächsten Kandidaten am Start. Wie ist dein Name, Bruder? Mein Name ist Sami. Sami? Ja. Freut mich, Dicker. Sami. Was hörst du für Musik, Bruder? Deutschrap, Ami-Rap, bisschen noch Dancehall, ja. Reggae und sowas, ja. Killer. Was hast du so auf dem Schirm? Sag mal ein paar Namen. Deutschrap vielleicht so? Den feierst du am meisten? Gerade. Fällt mir gerade keiner speziell ein, um ehrlich zu sein. Ja. So die üblichen Verdächtigen oder was so? Ja. 187, Rav Camora und so Sachen oder eher Oldschool so? Nee, schon die Richtung. Die Richtung ist richtig, ja. Ja. Okay, ich zeig dir was Neues, Freshes ist gerade rausgekommen und du sagst mir deine Meinung dazu, okay? Alles klar. Headphone it in, man. Headphone vibes. Auf dem Weg der 63er AMG. AMG verbindet so wie Tesla. Steh mit Fahrrad an der Esso. Tanke, trinke zwei Espresso. Zahn mit Gold, na Majesto. Mike und Guns, mein Equipment. Bang und White, wir sind die Rich Gang. Bang. Erstmal macht sie auf dem Manze. Dann will die Biatch doch, dass ich sie Bitch nenn. Banger Camp und der Maskuliner rappen nur. So, und was meinst du dazu, Dicker? Also, ja, was wollen wir jetzt sagen? Ist halt Flizzy, ne? Ja. Yeah. Flizzy und Farid. Also dafür, dass viele gemeint haben, dass dieser gelöste Beef nur fake ist. Das ist halt ein Brett, das Lied, also von daher. Ja. Was sagst du zu dem gelösten Beef so? Wie findest du das? Wie stehst du dazu? Boah, wie ich dazu stehe? Persönlich kann ich dazu nichts sagen. Also einfach nur so außenrum jetzt. Ist halt eine coole Sache, dass der Beef gelöst ist, aber was jetzt tatsächlich so dahinter steckt, das wissen ja nur die beiden. Ja, ja, also klar. Von daher. Klar. Aber deine Meinung ist so, du findest cool, dass die sich vertragen haben? Ja, klar. Ja. Ja. Ist eine gute Sache, auf jeden Fall. Welcher Part gefällt dir besser, Farid oder Flair? Ein bisschen Beef anzetteln wieder. jeder hat seine Stärken, jeder hat seine Schwächen und ich meine, beide haben halt ihr bestes Potenzial gegeben, würde ich sagen. Ja. Also von daher. Ja, Mann, finde ich auch. Ja. Stimme ich dir zu, auf jeden Fall. Cool, Alter. Vielen Dank für deine Meinung, Dicker. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, ja? Euch auch, ja. Bleib stabil, Main. Mach's gut. Wir sehen uns. Ciao. Ciao. Ja, Mann, Alter. Coole Meinung auf jeden Fall. Ja. Farid der Banger, ich fahr nach Atlanta und ficke der Spotify. Hit. Wo er wie den Flair hinten im Hintergrund steht und so. Wut. Ich wüsste, der fühlt das von mir. Ich so. Wut. Auch das Video ist geil geworden, ne? Ja, richtig nice. Also ich feiere das komplett, aber unsere Meinung kommt später noch, Bro. Über Nacht blick ich zurück, wo ich war und fang an zu lachen. Genau dafür danke ich dir Gott. Die Vergangenheit ist mir egal. Kurum Schwurf in den Druck. Büßen, Chabonne, Chabonne. Dreck und. Tschüssi. Olle, gut, olle. Kurum Schwurf in den Druck. Büßen, Chabonne, Chabonne. Jungs, ihr habt das Musikvideo schon gesehen, oder was? Ja. Erzählt mal. Ja, ich finde es nicht so gut, weil Farid allgemein nicht so stabil ist. Feierst Farid nicht, oder? Nee. Okay. Und du? Kein Meter. Findest du gar nicht gut? Nein, nicht die beiden zusammen. Echt jetzt? Ja, nur Flair. Ach krass, okay. Okay, krass. Und du? Ja, ich finde die Kombi nicht so gut. Rapper an sich sind gut, aber Kombi finde ich nicht gut. Okay, krass. Auch mal eine Meinung, Digga. Ja, ne? Hätte ich jetzt so nicht erwartet, aber cool. Danke. Die haben sich bestimmt untereinander abgesprochen. Ja, ich glaube auch. Die haben einen Komplott gegen Farid hier am Start, oder? Bruder, I got you, man. Was? Wir haben heute Morgen schon darüber geschrieben. Ja? Farid ist am Sonntag hier in Mannheim. Na, aufpassen, Jungs. Jetzt seid ihr im Video dabei, der sieht das bestimmt. Was gut. Tschüss. Guck mal, Jungs, hört ihr Deutschrap? Ja. Du auch? Ja. Komm mal ran, komm. Komm. Wir haben zwei nächste Kandidaten hier am Start, Digga. Was hört ihr so für Deutschrap? Kapital, alles. Kapital, alles. Ja? Ja, alles. Und sonst so? Wie sonst? Ja, andere Rapper noch.
Gar nicht? Also Ding, Kapital, Carmen, alles. Ja, ja, ja. Und du? Das Gleiche. Das Gleiche, ja? Okay, ich zeig dir was Neues, Freshes gerade rausgekommen. Jawohl. Müssen auch mit junge Community auch mal ein bisschen mit einbeziehen, Bruder. Weißt du, wie ich meine, Alter? Cool, das ist fresh, Bruder. Ich guck alle deine Videos, alle. Alle? Ja, Mann, alle. Gib mal 5, Bruder, komm mal. Manchmal bist du Berlin, Hamburg. Ja, Bruder, genau. Deal, du hast Rap erfunden, hier hast du wieder Hurensohn, Mann, nicht auf Player, Player. Wenn ihr Namen geht, dir deine Eltern schenken. Selfmade wie meine Felgen glänzen. Lieber Geld verschwenden, als Geld zu spenden. Hartes Leben, mein Schicksal. Heute mehr Bitches als Misswahl. Kette Gold wie mein Pischstrahl. Und, was sagst du? Gute Frauen. Ja, okay. Und der Rap und so? Gut, ja? Aber Flair und so höre ich nicht. Hörst du nicht? Aber der Farid Bang? Geht so. Geht so? Ja. Okay. Aber kann man sich reinziehen, sagst du? Ja, Mann. Cool, Alter. Fresh, Mann. Killer. Danke dir, ja? Sollen wir noch ein Foto machen, oder? Ja, Mann. Komm. Was du meinst? Ich hab ich nicht, Bruder. Stabil, Alter. Komm mit Profis. Darf ich auch allein mit dem? Gute Qualität, ja, komm. Mach, komm auf mein Snapchat, Bruder. Mein Traum wird warm. Geil, ey, danke für deinen Support, ne? Wie alt bist Mach du? Mach weiter so. Wie alt bist du? 12. 12? Dein Name? Fabrizio. Fabrizio. Und du? Christian. Christian. Wollt ihr jemanden grüßen noch vielleicht? Ja. Komm. Meine Mutter. Und du? Tura. Cool, Jungs, ey. Faust du den? Wir sehen uns, Freunde. Bleib stabil, ne? Ja. Und nicht so viel Scheiße bauen in der Schule, ja, und so, ne? Geil, danke dir, Bro. Rolle. Das ist seine AMG. Ja, genau. Aber nur die Frau fehlt. Ja. Ey, macht's gut, Jungs, ja? Ciao. Ach du Scheiße, Bro. Next Generation, sag ich nur dazu, Bruder. Alter, die werden von Jahr zu Jahr kaputter, Alter. What's up, man? Steve, man. Was treibst du da, Alter? Was geht denn da? Nix, Bruder. Self-reacted in, Motherfucker. Lass mich nur sehen, Alter. Oder was meinst du? Ja, Mama. Easy, oder? Easy, Bruder. Bin ich jetzt öfter im Polizeigriff aus dem Lamborghini zieh. Ich diese Caroline in Jeep. Und die alte Bitch wird im Wald gefickt, so wie Aborigines. Private Party wie Badr Ari. Fick alle Schwarzer mit Nordisch, schwarzer Alice. Hala Madri, ich mach Halal Money. Kein Attentäter, aber Knallerparty. Niemals siehst du mich im Live-Wagen. Nicht solange ich diesen Hype habe. Ja, Bruder, ist auf jeden Fall krass, Mann. Ist ein geiler Track, ist ein geiler Song. Vor allen Dingen muss ich kurz mein Feedback dazu abgeben, was Dings angeht, so dass Farid und Flair zusammen ein Lied machen. Ich finde, das ist auf jeden Fall ein Deutschrap-Statement, das ist ein Meilenstein in der Geschichte von Deutschrap, so. Weil die beiden haben sich wirklich krass bekriegt, die waren wirklich krasse Feinde, die haben sich bis aufs Blut beleidigt, so. Und sind jetzt trotzdem zusammen und machen einen Track, oder? Oh, shit! Okay. 6 Ladies in the Bild, Motherfuckers. Was geht, Alter? Alles klar? Ja, aber bei dir? Ja, Mann, Alter. Ich mach kurz mein Dings fertig hier, mein Feedback, und dann seid ihr dran, okay? Ich feier den Track, ich feier die Hook, ich feier das Musikvideo. Ist auf jeden Fall ein geiles Brett geworden, Bruder. Ist nicht umsonst jetzt auf Trends Platz 2 schon. Und ja, Mann, Dicker. Fresh, Alter. Stabile Meinung, Bruder. Wichtig, wie du es lachst, ne? Faust du den, Motherfucker? Yes, Alter. Jetzt haben wir hier noch zwei Brüder am Start. Normal, Digga. Was geht, Digga? Lange nicht mehr gesehen, Jungs. Schön hart over hate am Representen. Ich seh schon, Bruder. Geil, Alter. Gut, das ist 6-8 dabei. Ja, Bruder. Nice, alles gut. Folgendes, Dicker. Ich mach gerade Live-Reaktion von der Straße, ja? Kennst du das Format? Schon mal gesehen? Ja. Ich zeig Menschen Musikvideos, die sagen mir ihre Meinung dazu. Und ich brauche jetzt noch jemanden, der so ein bisschen Ahnung von Deutschrap hat. Aha. Da du ja bekanntlich auch Deutschrap machst, Bruder, mach mal ein bisschen Werbung für dich jetzt erstmal an der Stelle, Bruder. Natürlich, an der Stelle. Also mein Name ist Morris O aus Mannheim, 68, ihr wisst Bescheid. Von mir gibt's aber noch nicht so viel. Ja. Yeah. Zwei Songs. 100 Niggas, Bruder. 100 Niggas, ja. Und Kong. Ja. Aber es kommen bald noch mehr auf euch zu. Checkt das mal ab in der Beschreibung, auf jeden Fall verlinkt, Freunde. Oh, danke schön. Ja, kein Thema, Promo, ich. Ja, 6-8 Promo muss sein, ich, Bruder. Das war auch gang, gang. Ganz genau, Bruder. Wir müssen gang, zusammenhalten, Dicker. Weißt du, wie ich meine? So, wenn wir schon was reißen wollen, so müssen wir zusammen was machen. Weil wenn jeder sein eigenes Ding macht, Bruder, werden wir es nie schaffen, 6-8 mal auf die Karte zu bringen, so, weißt du? Push it in, man. Yes, man. I like that, man. Killer. Ich zeig dir den Track, Bruder. Wahrscheinlich hast du ihn auch schon gehört, so wie ich dich kenne. Aber hör noch mal rein und sag mir mal deine Meinung dazu, okay? Wenn ich pissen geh, Christer, alles easy, keine Mühe geben. Scheiß auf Hater, will nicht drüber reden. Damals ging es nur ums Überleben, heute lebe ich dieses Überleben. Was uns verbindet, ist der AMG. Ich AMG-Paket, 63 am AMG. Und
solange sich die Felge drehen. Yes, man. Und was sagst du dazu, Dicker? Tune ist geil auf jeden Fall. Beat Shepard. Ist auch cool, dass die beiden die Dinge zusammen machen und so, beziehungsweise nicht mehr dieser Streit ist zwischen den beiden und dass sie auch auf eine coole Weise jetzt Musik machen. Ja. Und das Video ist auch cool. Ja, Mann. Gibt's nichts zu meckern, Alter, was soll ich sagen, Alter? Ja, ich hab's auch gefeiert, Digga. Ja, auf jeden Fall, Mann. Ich find's auch gut, dass sie sich zusammengerauft haben, Bruder, dass sie sich vertragen haben. Erstmal das. Ich hätte aber nicht erwartet, dass so schnell ein Song kommt, weißt du, wie ich meine so? Ja, hätte ich echt nicht erwartet, Digga, aber anscheinend verstehe ich. Er ist sowieso gerade schlimm unterwegs, Mann. Er macht geile Dinger, ich feier ihn voll. Ich schwör, Mann, ich guck jetzt, was er die ganze Zeit macht und so. Und ja. Nice. Killer, Mann. Was kommt als nächstes von dir, Bruder? Was kann man erwarten? Bruder, wir haben jetzt ein paar Videos gedreht. Wir versuchen es jetzt ein bisschen mit Plan, dass wir. Also, wir haben ein paar Videos gedreht. Wir wollen jetzt. Dass wenn es kommt, dass es kontinuierlich kommt. Weißt du, dass nicht dann ein Video kommt und dann wieder voll lang Pause. Genau, so war es nämlich vorher. Ja, ja, ja. Und deswegen, wir sind jetzt am Machen und Killer. Wenn alles steht, dann kommt Stück für Stück, bam, 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 immer mehr. Killer, Mann, Killer, Killer. Du weißt. Bruder, Support ist auf jeden Fall da, Dicker. Ich find's geil, dass jemand aus der Hood endlich mal versucht, was zu reißen hier, Bruder. Nice, gibt's zu wenig Leute, gibt so viele geile Leute hier in Mannheim, Bruder, aber zu wenige Leute, die was machen, Dicker. Deswegen, lass zusammen was reißen, so. Das ist auch meine Mission für 2018, Bruder, 6-8 auf die Karte bringen und es geht nur mit euch allen zusammen, so. Deswegen. Gang, let's gang, do this together, motherfuckers. 68, ihr wisst Bescheid. Willst du auch mal kurz reinhören, Bruder? Stimmt. Mal reinhören, ganz komm. Vergessen, Bruder. Kopfhörerin, man. Kopfhörer-Vibes, alle. Was mach ich mit meinen Einnahmen? Was? 6 Uhren, nur 2 Arme. Schnittwunden vom barem Zählen. Bewaffneter Raub im KDW. Was uns verbindet auf dem Atemweg? Der Traum 60er AMG. Gangstreit mit Frank White. Die Kids warten umsonst. Denn wir sind ein Team. Sind's. Ja, Mann, das ist ein fettes Song, alle. Fettes Song, na, Mann. Aber es ist geil, ja, Mann. Geht gut rein. Ja, Mann, aber es ist ein fresher Song auf jeden Fall. Ich find's geil. Die Adlibs wieder von Flair. Der hat's gekillt. Und wieder reinjumpt von hinten die Stelle. Du weißt ganz genau, was ich meine. Ajo. Und Farid Bang hat's auch gekillt mit seinen Double Times Punchlines, na, Mann. Der hat's auf jeden Fall gekillt, Mann. Das Lied ist fresh. Kann man in einem AMG punkten. Aber leider habe ich kein AMG. Nur Toyota Corolla, aber passt, alle. 3, 2, 1, go. Yes, Freunde, das war's jetzt gewesen mit dem Video. Live-Reaktion von der Straße zu AMG von Flair und Farid. Auf jeden Fall ein richtig geiler Track und ich feiere das auch, dass die beiden sich zusammengetan haben, ein Lied gemacht haben. So. Man merkt, die beiden fühlen sich auf jeden Fall gegenseitig. Das merkt man, der Vibe in dem Track ist auf jeden Fall nice und man merkt, die verstehen sich. Das ist nicht einfach nur so ein Promo-Track oder so, die verstehen sich ehrlich so. Meine Meinung, man weiß es nicht, aber das ist meine Meinung. Und ja, Freunde, das war's gewesen mit dem Video. Wie gesagt nochmal, frohes neues Jahr, Leute. Danke für euren Support. Ich bin euch wirklich dankbar, dass ihr mir ermöglicht quasi, dass ich YouTube machen kann und davon leben kann. So. Das ist wirklich, da will ich mich einfach von Herzen bei euch allen bedanken, Freunde. Und checkt nochmal eins aus, Freunde, jetzt hier. Checkt mal aus von Animus, dieses Jam FM-Ding, was er da im Radio gerappt hat. Der hat so krass aus dem Herzen gerappt, so. Der hat so krasse Bars, so krasse Punchlines gebracht, so. Der Bruder hat mich mit dem Ding auf jeden Fall komplett abgeholt, so. Jeder Rap, der will ein Haus für Mama in einem Wohngebiet. Und dass er darum mal das Koks verschiebt. Doch deine Mutter wäre lieber obdachlos, bevor du Drogen dealst. Ihr seht die Dinge, wie sie sind, ihr kleinen Trottel. Ja, same. Du wie ich, you wie das love, man. Das war's gewesen mit dem Video. Bionix, Freunde. 6-8 in 6-8. Du weißt schon, wie das läuft. Peace it out, man. Peace out, Alter. Yes, Mann. Was yes, Alter? Du hast was vergessen, der erste Turtle in 2018, motherfucker. Ist. Echt jetzt, oder was? Ajo, Alter. Oh, shit. Turtle it out, man. Schön mit Wasserton im Hintergrund, ne? Yeah. Oh, no. What's going on here, motherfucker? 6-8 ist am Start, Alter. Tschüss. These bitches in here, oh no. Let's get drunk and pop for show. Please stop running your mouth, let's go.